Wir wollen Ihnen dabei helfen. Die Flirten, Daten, Lieben Coaches stehen zwei Singles bei der Suche nach einem Partner beratend zur Seite. Bodypainting, das mache ich nicht. Doch für eine neue Liebe muss man manchmal Grenzen überschreiten. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit mir jetzt ins Bett zu gehen, würdest du das machen? Das ist Holger, 42 Jahre alt und seit 2 Jahren Single. Er stellt sich bei Frauen ungefähr genauso geschickt an wie ein berühmter englischer Komiker. Ich habe schon des Öfteren gehört, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit mit Mr. Bean habe. Und Holger, warum bist du denn Single? Ich bin Single, ja, weil es vielleicht an mir liegt oder da ich vielleicht viel arbeite. Also die direkte Ursache habe ich noch nicht gefunden. Machst du mir bitte einen Kaffee? Ja, was für ein Kaffee? Groß oder klein? Einen großen, ja. Und belegtes Roggenbrötchen mit Schinken. Ja, alleine frühstücken ist ja auch nicht so schön, ne? Ist ja wesentlich schöner, wenn man in der Gesellschaft frühstückt, ne? Und in der Bäckerei sind immer Leute, man hat Unterhaltung. Das ist eine schöne Sache. Weil nicht nur Frühstücken alleine langweilig ist, sondern auch Mittag- und Abendessen, soll ihm der Dating-Profi Matthew Lovell helfen, ein schmackhaftes Date zu finden. So, ich bin hier in Bochum gerade angekommen. Ich treffe heute den Holger. Und der Holger hat mich direkt im Café eingeladen, nicht bei ihm zu Hause. Keine Ahnung, was da los ist, aber das finde ich jetzt mal raus. Im Café wartet schon ein angespanntes Nervenbündel auf ihn. Ich bin total nervös, total aufgeregt. Gleich kommt der Coach und da müssen wir mal schauen, wie das dann weitergeht. Holger, oh ja. Schön, dich kennenzulernen. Grüß dich. Ja gut, was ist das Problem? Wo hängt's denn? Erzähl mal ein bisschen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr solo und ab und zu ein bisschen einsam, weil ich auch viel am Arbeiten bin, auf Wochenenden. Und da ist es immer schwierig, Wochenenden mal rauszugehen und Leute kennenzulernen. Und du glaubst nicht, dass es irgendwie was mit deiner Art und Weise zu tun hat, wie du so auftrittst und vielleicht, so? Vielleicht. Okay, aber deswegen bin ich ja da, um mal ein bisschen rauszufinden. Was ist denn da eigentlich so? Wie ernährst du dich? Du hast so eine coole Klamotte, aber wenn ich mir hier so dein Bräuchchen angucke hier und guck mir das an, dann weiß ich gleich, was los ist. Also Remouladenbrötchen sind bei so einem Bauch ab sofort gestrichen. Ich muss jetzt zu dir nach Hause. Ich will echt wissen, wie du wohnst. Ja, Matthew, hier wohne ich. Dann zeig mal hier, wie du aufpasst. Ja. Du bist ja. Was erwartet Coach Matthew wohl hinter dieser Tür? Ich folge dir. Holgers 4 Wände sprechen Bände. In dieser Wohnung lebt ein Single, der mühsam versucht hat, es sich schön zu machen. Alles ist blitzsauber. Aber gemütlich sieht irgendwie anders aus. Holger, mein erster Eindruck ist folgender. Es ist alles schön sauber, aber es ist nicht wirklich liebevoll und es ist nicht wirklich schön. Also bei mir war das damals immer so in meinen Beziehungen, dass die Frau das Dekorative gemacht hat, so ein bisschen so Blümchen auf dem Tisch und Gardinchen. Und fühlst du dich wohl hier? Sag mal ehrlich. Nee, das nicht. Siehst du? Das ist genau es. Genau das ist es. Ja, es stimmt. Ich muss die Wohnung noch verbessern, ich muss noch mehr einrichten, noch schöner machen, neue Sachen holen. Aber wie gesagt, die Zeit war noch nicht da, dass ich es geschafft habe. Ja, ui. Doppelbett hast du ja schon, ist doch super. Aber das ist ja wenigstens schon mal ein bisschen was, ey. Ja. Riesen Kleiderschrank, voll mit Klamotten. Ich hab dich ja ein bisschen beobachtet. Also ich finde ja deine Klamotte echt gut. Ja, finde ich wirklich gut, aber ich habe den gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe. Guck mal hier. Da hast du ein Preisschild hinten dran. Oh. Zeig mal her. Da hast du wirklich ein Preisschild dran. Hast du das neu gekauft oder was? Das habe ich vergessen abzumachen. Ärzte, ob ich doch zumindest darauf hingewiesen. Wäre ja noch schlimmer gewesen beim ersten Date. Und noch ein Preisschild dran. Um Gottes Willen, das wäre was geworden. Das sind das neue Klamotten? Ich meine, die sehen auch echt. Die Hose ist jetzt neu. Hast du neu, ganz neu gekauft jetzt? Finde ich klasse. Nachdem ich das Preisschild entdeckt habe, bin ich natürlich neugierig, warum er sich neue Klamotten gekauft hat. Wahrscheinlich ist er nicht so überzeugt von der aktuellen Garderobe, die er hat. Und bevor wir ihn da dem Zufall überlassen, gucken wir lieber mal rein, ob wir was für ihn tun können. Weißt du, was wir beide jetzt machen? Wir hauen jetzt die Dinge, die du so ohnehin nicht mehr ernst sehen willst, die hauen wir jetzt einfach weg. Ja? Ja. Als Symbol für den Neustart. Wir schmeißen jetzt den ganzen alten Scheiß raus. Ballast abwerfen und symbolisch Platz machen für was Neues. Das ist der Sinn der Übung. Oh. Was hast du eigentlich an Badeklamotten? Das ist ja so.
Es ist ja, das ist schon direkt Parade da. Das ist alles eine Badehose. Das ist dein liebbestes Stück? Das ist auch eine geile Badehose. Die finde ich echt cool. Die ist richtig cool. Ich finde auch, du hast den totalen Körper, die so anzuziehen. Das ist doch super. Nee, die nehme ich, finde die gut. Und da fühle ich mich richtig wohl drin. Ah, okay. Naja gut, ich meine, die Badehose ist gar nicht verkehrt, aber man muss halt immer überlegen, ob man die auch tragen kann. Und naja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Du hast gleich dein erstes Date. Oh Gott. Heute, jetzt. Genau, gleich. Lass dich jetzt alleine, du bereitest dich vor, komm. Wir schaffen das, okay? Okay, ich jetzt übertreibst du noch nicht, wir sehen uns. Okay. Ja? Ja, schon heftig am ersten Tag jetzt so ein Date, ne, von heute auf morgen innerhalb einer Stunde mal eben ne, vielleicht eine Frau treffen, ist schon schwierig. Was hier so rummert, ist der Arbeitsplatz der Zweifachmama Alexandra aus Eschweiler. Ich arbeite in einer Großdiskothek, bin da Crewleader. Die Arbeit ist Bombe, weil man lernt da immer viele neue Leute kennen. Kennenlernen ja, lieben lernen nein. Ich mag das eigentlich nicht so sehr, alleine zu sein. Das ist auch ein Grund, warum ich einen Partner suche. Doch dann tut sich die 41-Jährige irgendwie schwer. Na, eigentlich fällt es mir schon leicht, Männer kennenzulernen, aber eben halt die Verkehrten. Ernesto Mezzai ist genau der Mann, der Alexandra vielleicht den richtigen vorstellen wird. Ich sehe vor einem Club, da arbeitet Alex, sie hat mich gerufen. Sie hat ein Problem mit Männern, was genau weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal. Alexandra ahnt nicht, dass dieser fröhliche Besucher ihr Liebesleben in Schwung bringen wird. Mein erster Eindruck von Ernesto war, dass er sehr crazy ist. Aber auch kompetent, um dich aus deinem Single-Käfig zu befreien. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe mich gewundert. Ne? Ich treffe Alex in der Diskothek und ich bei ihr zu Hause. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist faul. Da stimmt was nicht. Was mich ja wirklich jetzt so interessiert, mal vorab. Also, ich meine, sexy hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Deswegen bin ich so verwundert. Warum ausgerechnet hier? Das hat zwei Gründe. Einerseits ziehe ich im Moment um und andererseits nehme ich nicht gerne fremde Leute mit mir, also mit zu mir nach Hause. Und dich kenne ich ja noch gar nicht. Und obwohl ist ja für mich fremd. Glücksbote spiele, bin ich fremd. Aber das akzeptiere ja. Ich. Und das okay. Kleibers ist halt mein zweites Zuhause. Auf der einen Seite so lässig, locker, aber total verunsichert, wie so ein scheues Reh. Und jetzt ist ja das Thema, du bist auf der Suche. Wie kann ich dir da helfen? Kennenlernen tue ich viele, aber eigentlich immer die Verkehrten. Wann war deine letzte Beziehung? Die war bis Januar und die ging 2,5 Jahre. Darf ich fragen, warum ihr euch oder er sich getrennt hat? Weil er eine neue Frau kennengelernt hat. Und wie war das dann für dich? Schlimm. Schlimm, ne? Ja. Die Seele ist sehr verletzt und sehr verwundet. Und es fällt dir total schwer, jemand Vertrauen zu schenken. Hobbys? Hast du Hobbys? Ja, Hobbys habe ich. Welche denn? PlayStation spielen? Nee, hör auf, PlayStation. Und was machst du da? Leute töten. So. Meine Gegner, ja? Nein. Sonst töten die mich doch. Warum? Das ist ein Kriegsspiel. Ich muss Ihnen wirklich sagen, für eine Frau in ihrem Alter, Mitte 40, 2 Kinder, schon ungewöhnlich, PlayStation zu spielen. Also ein bisschen lebt sein Leben vorbei. Wir kriegen das hin. Vertraue mir, glaube mir. Und dann geht's dir wieder gut. Ja? Okay, danke, Mario. Bei Ernesto denke ich schon, dass ich ihm vertrauen kann. Und ich bin gespannt auf die nächsten Tage, wie die werden. Ich habe ein kleines Stück Arbeit vor mir. In Bochum arbeitet Flirtcoach Matthew Lovell daran, Single Holger wieder fit für die Damenwelt zu machen. Ich bin hier in einer super geilen Location. Hier habe ich gleich für den Holger eine ganz spezielle Aufgabe und mal sehen, wie er darauf reagiert. Immerhin ist Holger nicht auf den Mund gefallen. Ich hab absolut keine Ahnung, was der Matthew da klar gemacht hat. Ich gehe jetzt mal da oben gleich mal rauf und schaue mir das mal an, was da oben ist. Bin da schließlich neugierig. Hier hat Holger gleich eine Verabredung mit einer Unbekannten. Ah, hi, Matthew. Ja, und, alles gut? Alles gut, schön, dass du da bist. Na, du guckst dich schon so um? Ha? Was ist das für eine Location hier? Wahnsinn, oder? Also, ich habe hier wirklich so die beste Location in der Umgebung klar gemacht. Für deine ganz spezielle Aufgabe. Bodypainting. Für Körperkontakt sehen, klar.
Das ist die Aufgabe. Hat sie den Sparrow verschlagen? Du wolltest doch aus deinem Komfortbereich rauskommen. Du wolltest doch was machen, was du noch nicht gemacht hast. Und ich glaube, die Location ist die eine Sache, aber das ist nochmal was nee, ganz anderes. Nee, da mache ich kein Bodybuilding. Das mache ich nicht. Nee. Hä? Nee. Finde ich gut, dass du das machst. Spinnt der Matthew eigentlich? Bodypainting? Nee, das mache ich nicht. Also, erstmal bin ich künstlerisch gar nicht bewandert und ich kann damit gar nichts anfangen. Jetzt mach dich mal nicht verrückt, das kriegst du schnell hin. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass es einfach wird. Ja, es ist eine Übung, es ist eine wirkliche Herausforderung. Setz das ein, wie du der Meinung bist, dass es richtig ist. Ja? Bei der Frau? Nein, klar. Und vor allem kannst du ja auch mal ein bisschen sagen, was sie machen soll. Ja? Es ist ja nur ein Werkzeug für dich, um einfach mal ein bisschen was Verrücktes, was abgefahren ist. Bemalen würde ich sie, ist kein Problem, aber mir bemalen, das mache ich nicht. Das ist nicht so mein Ding. Nee. Da lasse ich, ich überlasse euch einfach der Dynamik. Kann ich dich allein lassen? Mich kann man nicht mal allein lassen, selbstverständlich. Ich bin ja schon ein großer Junge. Tschüss. Tschüss. Ja, mein Plan ist, ich mache jetzt erstmal ein Säckchen auf. Empfangen Sie mit einem Sekt, das kommt immer gut an bei Frauen. Und dann machen wir ein Stößchen, ja. Prost, Holger. Nimm schon mal einen kräftigen Schluck, denn hier kommt Single Lady Elke. Sexy. Oh, Elke, ich glaube, das Outfit ist gewagt, echt. Ja, ich bin super nervös. Ein spannendes Date bestimmt. Ich bin mal gespannt, wie sie aussieht und wie sie sein wird. Ja, ich ziehe mich ja gerne sexy an und ich hoffe, dass ihm das auch gefällt und wir richtig schön Spaß zusammen haben. So, jetzt fallen den Holger gleich die Augen aus dem Gesicht. Oh. Hallo. Hallihallo. Ich bin die Elke. Hi, ich bin der Holger. Und wie sehen wir uns? Hi. Und, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ja. Die Elke hat sich richtig Mühe gegeben. Sieht gut aus, gute Figur, große Oberweite, ne? Schon was, ne? Schon Kaliber. Mal gucken, wie der Abend so weitergeht. Ah, du hast braune Augen, das finde ich ganz gut. Ich mag gerne Männer mit braunen Augen. Ja? Dackelblick. Magst du was trinken? Ja, gerne. Oh, ein Sekt. Moment. Zum Wohl. Dann wird ein Smooth antrinken. Und was machst du so in deiner Freizeit? Also ich fahre sehr gerne Fahrrad, also ich bin eigentlich sehr sportlich. Da, wo ich wohne in Mal, da sind viele Wälder, also da kann man schön Fahrrad fahren. Mhm. Würde ich also auch gut finden, wenn du auch kein Fahrrad fahren würdest. Ich bin ja eher so quirlig, auch immer so redselig. Ich glaube, er ist eher so was ruhiger. Und das finde ich ganz gut bei Mann, auch so ein Gegenpol so ein bisschen. So, was hältst du denn von Bodypainting? Hast du das schon mal gemacht? Hast du irgendwelche Erfahrungen damit? Nee, also Bodypainting habe ich noch nicht gemacht, aber ja, ich werde dem nicht abgeneigt. Also ich bin für jeden Spaß zu haben eigentlich. Ja. Ich sag, warum nicht? Ich habe das noch nie gemacht und ja, Spaß kommt bei der Sache, sag ich mal. So, fangen wir mal an. Was machst du beruflich nochmal? Ja, ich bin ja eigentlich Kindergärtnerin. Aber was ich jetzt nicht gesagt habe, also ich habe eine kleine Tochter, die ist so fast zwei und bin alleinerziehend, weil ich sag mal, mein Ex-Partner hat mich leider für eine andere verlassen, die er auf der Arbeit kennengelernt hat. Und jetzt bin ich so, ja, so fast ja, ein Jahr allein schon. Und also, ich möchte mich gerne wieder neu verlieben. Er kniete so vor mir nieder, das fand ich ganz schön und hat mir dann so ein lustiges Gesicht auf den Bauch gemalt. Also, er ist vielleicht auch ein ganz verspielter. Ja, also ich verreise ja gerne. Ich war schon in Frankreich und meine Lieblingssprache ist Französisch. Oui, oui. Weil ich wollte eigentlich auch gerne Stewardess werden. Deswegen habe ich auch Französisch als Zweitsprache damals in der Schule gewählt. Aha, du kannst also super Französisch. Ja, das kann man zweideutig sehen, ich weiß. Oui, je parle français, et toi? Jetzt fängt die Elke mit Französisch an, ey. Ja, das ist doch schon geschossen. Also ich bin positiv überrascht. Ne? Also wirklich klasse, muss ich schon sagen. Ne? Und darauf noch ein Stößchen, dann wird der Holger zum Kuschelkater. Jetzt ist mir schon wärmer. Ja. Also ich denke mal, durch dieses Malen oder so sind wir uns doch so näher gekommen. Und ja, also dadurch hat er mich auch im Arm genommen eben. Das war auch ganz gut, dass es hier ein bisschen kalt und zugig ist. Dadurch habe ich jetzt auch so ein bisschen Wärme gespürt und seine breite Schulter zum Anlehnen. War eine schöne Sache. Ne, sie hat es auch, glaube ich, ein bisschen genossen. Finde ich schön. Lucky Day, Lucky Day. Jetzt ist Holger dran. Ne, so
ein kleiner Bauch, da kann ich ja gut malen. Da kannst du drauf malen. Ja, dann kann ich mich richtig auslassen. Erst zickt er rum und jetzt liegt er schon oben ohne auf der Tapete. So, als er das T-Shirt ausgezogen hat, da habe ich gedacht, oh je, er hat einen Bauch, ne, dann kann man auch nicht so übersehen. Und ja, da stehe ich gerade jetzt nicht so unbedingt drauf. Ja, ich weiß, dass ich einen Bauch habe. Ich habe halt nur einen, ich kann es halt nicht ändern und das ist halt sehr erfrischend. Und das tut mir auch nicht weh, wenn Sie das sagen. Ja, weil ich liebe Sonne. Ich bin so eine Sonnenanbeterin. Ich habe auch so einen ganz großen Balkon bei mir, das ist so ein Südbalkon. Mhm. Und da kann man sich richtig schön sonnen. Mhm. Ich denke mal, er hat auch Spaß dabei gehabt. Ich meine, Männer lassen sich ja auch ganz gerne von Frauen verwöhnen. So. Ich bin sehr überrascht über mich selbst, weil ich ja sowas normalerweise nicht mache. Und dann auch so mit ausziehen, das ist nicht so ganz so mein Ding. Ja, jetzt müssten wir eigentlich mal ein schönes Foto machen von uns beiden fürs Familienalbum. Was hältst du davon? Ja klar, das wäre ganz schön, ja? Blumenkinder unter sich. Ein sonniges Gemüt scheinen sie ja beide zu haben. Passt doch, oder Matthew? Klasse, die Stimmung ist am Siedepunkt. Wer sich beim ersten Date offen und ehrlich zeigt und auch noch Spaß versteht, erhöht sein Sympathiekonto und bekommt auch noch ein schönes Erinnerungsfoto. Die Stimmung war richtig klasse, super Atmosphäre, da haben wir richtig Spaß gehabt und ein paar Bilderchen geschossen. Ja, hat man auch nicht jeden Tag. Ja, also ich fand den Abend ganz lustig und ja, den Holger auch ganz sympathisch. Und mal schauen, was draus wird. Wenn ich mir die beiden so angucke, sehe ich echt viele Gemeinsamkeiten, aber ich weiß nicht, ob das später reicht. Auch Flirtcoach Ernesto lockt seinen Single-Schützling Alexandra aus der Reserve. Ich habe mir überlegt, so dich ein bisschen... Na, aufrecht, so auf dich auf den Podest zu stellen, dann klappt es dann irgendwann auch im Junge. Sagt dir Hypnose etwas? Ja. Wir lassen dich jetzt hypnotisieren. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Meine größte Angst bei der Hypnose ist, dass ich das halt nur aus Diskotheken kenne. Und da macht man immer so Spielchen, so von wegen, du bist ein Huhn. Und sowas fände ich natürlich nicht so toll. Lass dich nicht alleine, also keine Panik, ja? Okay. Bist du bereit? Mhm. Komm. Die Hypnose ist einfach so, wo man direkt an das Unterbewusstsein geht. Und es soll ja geknackt werden, dass sie wirklich gestärkt aufwacht und das Gefühl hat, sie ist wer. So, Mensch, Sonnenschein, das ist der junge Mann, der der erste Mann sein wird, der dich jetzt so, wie kann man sagen, zum neuen Leben verhilft, ne? Zum neuen Leben. Ich begib dich jetzt quasi in seine Hände. Okay. Ja, ich hoffe, dass die Hypnose mir hilft, wieder zu meiner alten Form zurückzufinden und zu meiner Power, die ich nämlich gar nicht mehr habe. Und mein Selbstbewusstsein wieder in Ordnung bringt. Dieser anspruchsvolle seelische Reparaturauftrag wird ihr hoffentlich gleich erfüllt. Sie wirken ein bisschen nervös, aber müssen Sie nicht sein. Ich arbeite ganzheitlich. Also Alexandra wirkt sehr verschüchtert. Sie wird aber so, wie ich das einschätze, eigentlich auf die Hypnose eingehen. Also sie wird hypnotisierbar sein. Immerhin will die Barkeeperin lernen, sich wieder zu verlieben. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck auf mich und dass man ihm auch vertrauen kann. Ja, ich werde ganz offen an die Hypnose drangehen. Sie konzentriert sich auf mich, sie vertrauen mir. Ich werde nichts tun, was irgendwo in irgendeiner Weise ihnen Schaden zufügt, sondern wir gehen wirklich nur in die Hypnose rein. Und jetzt Augen zu und Sie zählen von 10 bis, von 10 bis 0. 10, 9, 8, 7, 6. Tief und fest, du schläfst tief und fest, tief und fest, du schläfst tief und fest. Du atmest in deinem eigenen Tempo immer wieder ein und aus und sinkst tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung, tiefer und tiefer. Ich zähle jetzt von 5 bis 0. Bei 0 angelangt bist du in diesem wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. 5. Deine Gedanken kommen und gehen. Deine Gedanken sind wie Wolken, sie kommen und gehen. Ich fand es total spannend, weil ich habe sowas noch nie live erlebt. Vorangegangene gescheiterte Beziehungen blockieren Alex, sich einem neuen Mann zu öffnen. Hier setzt der Hypnotiseur an. Du sprichst mir im Geiste nochmal nach. Ich erlaube der Liebe in meinem Herzen, alles in meinem Körper zu reinigen und zu heilen. Und wenn es mir hilft, nehme ich es an. Du weißt, wer du bist. Du kennst deine Stärken. Und du weißt, wofür du hier auf dieser Welt bist. Die Suggestion, die ich ihr gebe, wird sich in ihrem Unterbewusstsein verankern. 3, du kannst die Augen öffnen, bist wieder mir und jetzt. So. Ging schneller als
gedacht. Wie geht es dir? Komisch. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Hypnose in mir solche Emotionen hervorruft. Denn irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich weinen möchte. Und im Moment fühle ich mich sehr, sehr aufgewühlt. So, und jetzt gehen wir auf die Reise. Geht's gut? Ja. Vielen Dank. Es wird sich ja jetzt zeigen, ob Alexandra jetzt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat. Aber ich glaube schon. Hypnose ist überstanden. Ich muss sagen, ganz stolz auf dich. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt kommt das Nächste, nämlich dein erstes Date, was ich für dich vorbereitet habe. Mhm, und freut mich. Sag einmal, lass dich überraschen. Das Bochumer Kneipenviertel. Single Holger mittendrin. Ich warte auf den Monsieur hier. Wir haben uns verabredet. Ich sollte eine Badehose mitbringen und mal gucken, was der vorhat. Hi, Monsieur. Guten Morgen. Na? Morgen, da bist du ja. Hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut. Ich habe mir für den Holger eine super spannende Übung einfallen lassen, die das weiter fortsetzt, was wir gestern angefangen haben. Nämlich, dass er sich über seine Grenzen hinaus bewegt, über seinen Schatten springt. Und das machen wir heute mal richtig. Hast du deine Badehose dabei? Ja, hab ich aber. Also, du wirst die Meinung anderer einholen, ob diese Badehose cool ist. Das habe ich mir spontan gestern einfallen lassen, wo du sagtest, das ist das beste Stück, was du im Schrank hattest. Und du hast mich ja deswegen gerufen, dass ich die Dinge sage, die dich weiterbringen. Und deswegen muss ich dich mit dieser Badehose über die Fußgängerzone schicken. Ich renne damit doch nicht durch die Fußgängerzone. Also ich denke jetzt persönlich, was sollen die Leute alle denken? Vielleicht gebe ich vielleicht jetzt mit dem Finger auf mich. Guck mal da, ist der nicht gescheit? Ist der irgendwo ausgelaufen? Holger regt sich fürchterlich auf, das war zu erwarten. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Jetzt kommt er raus und hat sich die Badehose tatsächlich angezogen. Es ist ein Knaller. Na, wie findest du mich? Bisschen Training machen. Ja, ja muss, weiter. Ja. Aber sieht gut aus, dreckige Popo, guck mal. Weiter so. Wie sieht diese Badehose aus? Steht die mir? Naja. Nee, nicht ganz so gut, finde ich. Weshalb? Ja, könnte ein bisschen kürzer sein. Noch kürzer? Ja, klar, hier so kurz, wie es früher war. Ja, oder mehr so ein Tangaschnitt? Ja, nein, hier, so ein bisschen hier kürzer. Aha. Nicht Tangaschnitt, ein bisschen kürzer. Noch kürzer. Aha. Würde ich gut finden. Aber sonst gefällt sie Ihnen? Naja, von hinten. Ja, am Knackhintern. Knackigen Po, ne? Ja. Ein krosser Po, ja. Ich wollte nur wissen, ob die mir steht, ob das sexy ist, männlich ist. Straffer Popo, schauen wir mal. Straffer Popo, den haben wir, ja. Ja, ne? Und was da drüber ist, das bedarf der Arbeit. Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Zack, was haben sie gesagt? Der Bauch muss weg. Richtig. Die Damen haben gesagt, der Bauch muss weg, um mehr Sport machen. Sport, ganz klar, da arbeiten wir dran. Und was haben Sie zur Hose gesagt? Fanden Sie super? Unterschiedlich. Einige ja, einige nein. Manche hat es gefallen, manche nicht. Aber vielleicht ein neues Modell wäre ganz angebracht. Ja. Weißt du was? Genau das machen wir jetzt. Wir suchen mir jetzt eine neue Badehose. Wir kaufen jetzt eine neue. Schließlich bedeutet ein Date auch immer einen Sprung ins kalte Wasser. Und dafür soll Holger gerüstet sein. Bisher ließ sein Klamottengeschmack eher zu wünschen übrig. Love Coach Matthew kann auch dir helfen. Ja, Mensch, siehst richtig gut aus. Happy. Auf dich wartet das zweite Date. Mhm. Und das Coole an der Sache ist, damit das auch alles Sinn macht mit der neuen Badehose, du gehst ins Freizeitbad Hevenei. Cool. Ach, total begeistert. Ich freue mich tierisch. Ich gehe auch gerne schwimmen. Dann auch immer einer meiner Lieblingsschwimmbäder. Also ich freue mich tierisch, ich bin ganz gespannt und es wird bestimmt ein wunderschöner Tag werden. Und zwar wirst du dort sie versuchen, in den Whirlpool zu verführen. Ja? Das heißt, du bist mit ihr im Freizeitpark und wenn du mit ihr im Whirlpool bist, dann kannst du auch gleich noch eine Massage anbringen. Ja, ich werde versuchen, alles, was der Mecho gesagt hat, umzusetzen und die Massage wird mir eine unwahrscheinliche Überwindung kosten. Das ist dein Erkennungszeichen. Natascha hat auch so einen. Und daran wirst du sie erkennen. Also, wir sehen uns. Alles klar, jo, tschüss. Ciao. Eine Kirmes in Düren. Spielwiese nicht nur für Vergnügungssüchtige, sondern auch für Liebeshungrige. Ich dachte mir, so der richtige Ort, um sich kennenzulernen, kann nur eine Kirmes sein. Weil da kann jeder wie ein Kind frei sein und hat einfach, auch wenn man sich doof findet, aber wenigstens Spaß. So, meine nächste Überraschung für dich. Dein erstes Date. Hier ist kein Kindergeburtstag und ich habe deinem Date schon ein Foto geschickt, damit er weiß, wer du bist, wo er dich findet
Also kommt einfach auf dich zu. Und toi, toi, toi. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob sie wirklich so aus sich herauskommt. Und ich wünsche mir das natürlich, ist ja mein Schützling. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auf das Date jetzt. Ich heiße Martin Brand, komme aus Frechen, das ist bei Köln. Bin seit ca. 2 Jahren Single. Ich hoffe nur für den heutigen Date, dass ich eine coole Frau heute kennenlernen werde und dass daraus ein bisschen mehr wird. Hi. Hi. Ich bin Martin. Ich bin Alex. Nett, dich kennenzulernen. Ich auch. Hi, hier ist Trift Gartenzwerg. Ja, können wir mal schnell über die Kirmes gehen? Machen wir. Also das erste Mal, wo ich Martin gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ist der klein. Ist optisch nicht so mein Fall, aber ich hoffe, dass das sich so im Laufe des Kennenlernens vielleicht dahin entwickelt, dass ich ihn persönlich mag. Also die Alex gefällt mir gut, weil sie ist ziemlich sexy angezogen und ein nettes Gesicht. Oh, was hörst du so für Musik? Tech House. Sportmäßig, was machst du da? Ja, Muckibude und Laufen. So, ja, 10.000 Meter habe ich mal gemacht, solche Sachen. Ist im Ende ein bisschen eingerostet. Bei mir auch. In der Muckibude habe ich auch mal trainiert, aber nur in der Zeit, wo ich da auch gearbeitet habe. Ja, was hast du früher gemacht, so im Studium oder? Nee, ich bin mit 17 Jahren schon schwanger geworden. Ach so, also hast du nichts so groß gemacht mit Ausbildung und Abi oder so? Nee. Genug Smalltalk. Zeit für den Kirmes-Klassiker. Autoscooter fahren ist ganz ehrlich nicht so mein Ding. Das habe ich das letzte Mal mit 16 Jahren gemacht. Na, vielleicht fischt Martin hier mal nicht im Trüben und kann endlich bei Alex punkten. Hallo. Dürfen wir mal eine Runde angeln? Ja. Und wer die meisten Enten angelt, innerhalb von einer Minute gewinnt. Ja, dann okay. Legen wir mal los, wa? Na, vielleicht fischt Martin hier mal nicht im Trüben und kann endlich bei Alex punkten. Es bleibt schwammig. Stopp, der Herr hat gewonnen. Ich kann nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Sie dürfen sich etwas ausruhen. Ja, geben Sie mal die Maske. So ein Egoist. Anstatt an sie zu denken, steht er an erster Stelle. So gütig. Da gewinnt er und sucht sich tatsächlich nur was für sich aus. Dabei bin ich sein Date. Und das ist für mich ein klares No-Go. In dem Fall war es einfach nur langweilig. Ja, war ja ein ganz schöner Nachmittag mit dir. Fand ich auch. Ich hoffe, dass das Date mit den anderen Typen ein bisschen entgleichen, nicht so gut wie bei uns. Das ist aber nett. Der Martin ist als Mensch ganz anders als ich, weil er halt meinen Humor nicht versteht und auch so von der Lebensfreude gar nicht ist wie ich. Ich werde da erstmal eine Nacht drüber schlafen. In Bochum wartet Frohnatur Holger auf sein nächstes Blind Date. Natascha ist 34 und seit 4 Jahren Single. Der Mann, der zu mir passt, sollte groß sein, dunkelhaarig, Kinder lieben, Tiere lieben, Familienmensch. Also, dunkle Haare hat Holger ja. Eine neue Frau, wie der Tag so wird, wie sie aussieht. Ich bin da ganz gespannt und aufgeregt. Hallo, Natascha. Ich bin der Holger, hallo. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, vom Alter her sind wir ein bisschen viel auseinander. Ja, mir hat so ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich habe im ersten Augenblick gar kein Wort rausgekriegt. Dann mal rein. Sollen wir reingehen? Ja, gerne. Komm. Der zweite Blick ist vielleicht besser. Oft täuscht einen der erste Eindruck ja. Kann Holger beim Schwimmen eine bessere Figur machen? Oder droht sein zweites Date sprichwörtlich abzusaufen? Boah. Körpersprachlich totale Ablehnung. Ich bin aus dem einfachen Grund, von dem so weit weg ist, absolut nicht auf meiner Wellenlänge. Worauf hättest du jetzt Lust? Abzutauchen. Oh, jetzt säuft die Laune aber ab. Also sie ist so ein bisschen zugeknöpft, beinig. So, man kommt schwer an ihr ran. Mir fehlt irgendwie das Kribbeln, also das ist mir zu langweilig. Da hilft auch keine kalte Dusche und Abstand halten. Das hier ist leider ein Reinfall für beide. Der Holger ist ein lieber netter Mensch, aber nicht mein Fall, nicht auf meiner Wellenlänge. Wir sind zu unterschiedlich.
Love Coach Ernesto ist neugierig. Hat es bei Alex erstem Date gefunkt oder war es eine komplette Fehlzündung? Sie wollte ja noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und erzähl. Ja, da war gar keine Chemie. Auf den ersten Blick nicht. Es gibt ja Menschen, mit denen man von Anfang an so nicht warm wird. Mit mir wird auch nicht jeder sofort warm. Er muss den Anfang machen, weißt du, wie ich das meine? Und ich glaube auch, dass er ein bisschen verunsichert war, weil er gefühlt von dir keine Chance bekam. Und dieses so Weghalten bringt dich da nicht weiter. Ich war nicht wirklich verwundert über die Kritik von Ernesto, weil ich das ja gestern selber gemerkt habe. Ich würde mir wünschen, dass wir am heutigen Tag, dass du dir da nochmal Gedanken drüber machst und sagst, okay, er gefällt mir oder er gefällt mir nicht, das lass mir außen vor. Gib einfach der Person gefühlt, dich kennenzulernen. Wenn da eine Barriere ist, dann bleibst du weiterhin alleine und das wollen wir ja nicht. Hm? Wenn Alex jetzt die Hilfe von mir nicht annimmt, ist das Problem einfach, ihr Leben wird sich nicht ändern. Du kannst dir denken, nach dem gestrigen Tag geht's heute weiter und ich habe was ganz, ganz Tolles. Und zwar, halt dich fest, ich fahre jetzt mit dir in eine Table Dance Bar. Da wirst du dein neues Date kennenlernen. Und das Schöne, was ich mir ausgeheckt habe, du wirst mit ihm Wahrheit oder Pflicht spielen. Bei dem Spiel Wahrheit oder Pflicht wird Alex ja im Grunde genötigt und gezwungen, nicht ausweichen zu können. Sie muss einfach antworten und reagieren. Allerdings, bei jeder Frage, die dir zum Beispiel du nicht beantworten möchtest, fällt ein Kleidungsstück. Geschockt? Oder nervös und aufgeregt? Nervös. Werden gleich nackte Tatsachen für sich sprechen? Sich zu öffnen hat Alexandra immerhin bei der Hypnose gelernt, auch wenn das eher aufs Innerste bezogen war. Ich denke, das Date wird sehr außergewöhnlich werden. Das liegt auch an ihm. Dirk, 47 und von Beruf Brummifahrer. Single bin ich schon seit einem Jahr aus beruflichen Gründen, da ich sehr viel unterwegs bin. Ob Alex auf dich abfährt? Ich lasse mich gerne überraschen von den Dingen, die da jetzt kommen. Hallo, hallo? Ich bin der Dirk. Ich bin die Alex. Ich habe dir ein kleines Geschenk. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Warte, setzt du dich da? Ja, gerne. Also mein erster Eindruck von Alex war wow. Sympathisch und nette Ausstrahlung. Auf ein nettes Kennenlernen. Prost. Prost. Also er hat mir eine Rose zum Date mitgebracht und das fand ich wirklich toll, weil das nur einmal in meinem Leben passiert ist davor. Und immer schön bei der Wahrheit bleiben. Dann darf ich dir wohl eine Frage stellen. Stell Frage. Woher kommst du? Ich bin gebürtig aus Burg, Magdeburg bin ich geboren. So langweilig. Ansonsten bin ich wohnhaft in Köln. Jetzt darf ich reden, ne? Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Nie? Noch nie. Das ist schön. Also ist dir Treue auch ganz wichtig. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man enttäuscht wird. Ich stelle von Anfang an solche Fragen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, wie der andere tickt. Wie weit würdest du bei deinem ersten Date gehen? Gar nicht weit. Wir haben ein und dieselbe Wellenlänge. Ich würde sagen, das passt. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Kann ich dir ganz genau sagen, vor 4 Monaten. Endlich geht's hier los und es wird interessant. Was hast du gerne beim Sex? Was führst du? Was magst du, was magst du nicht? Gibt Sachen, die ich nie machen würde? Zum Beispiel? Darf ich nicht sagen. Komm, wir spielen. Das, okay, das beantwortet ich sonst die Frage. Da gibt es so Leute, die nennen sich Toilettenklopfen. Okay. Solche Sachen. Ja. Also, wenn es wirklich ganz extrem wird, das mag also ich alles, was mit SM, Sadomaso und sowas. Ja, es gibt ja leichte Formen von SM, Sadomaso. Die finde ich gar nicht so schlimm. Also, wenn ich dich jetzt ans Kreuz fessle und nagle oder sowas, das ist in Ordnung. Nee, auch nicht. Ans Bett wäre besser. Ans Bett wäre besser. Hallo, was geht da gerade ab? Also ich war sehr davon angetan, dass sie sehr offen über den Sex spricht und dass sie gerne guten Sex und heftigen Sex haben möchte. Das war ganz komisch für mich, über solche Sachen zu sprechen, wie Sex und so. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit mir jetzt ins Bett zu gehen, würdest du das machen? Wow. Du darfst mir das beantworten oder nicht ausziehen? Ich beantworte die Frage nicht. Dann darfst du nicht ausziehen. Nee. Boah.
Klar will der mit dir in die Kiste. Es lag auf der Hand. Ein Gentleman schweigt und zieht sich aus. Aber nur das Ende. Reicht das? Ja, ein Teil. Ein Teil. Schuhe. Ein Teil. Reichen die Schuhe? Nein. Never ever. Dirks Tattoos fand ich ganz toll, weil ich auch tätowiert bin. Und ich mag Menschen, die ziemlich locker sind in der Beziehung. Nicht verspießt. Was ist dein peinlichstes Erlebnis im Bett? Im Bett? Okay, da sage ich nichts zu. Du siehst ja, was ich machen musste. Mhm. Never ever. Komm. Mhm. Was schlägst du denn alternativ vor? Ich könnte dir ein Küsschen geben. Eins ist ein Angebot. Nicht genug? Doch, selbstverständlich. Dann darfst du es einlösen. Ich darf einlösen, okay. Ich musste, guck mal. Auf den Mund wäre auch gegangen, aber ja? Egal. Ich war sehr überrascht darüber, dass sie sagte, auf den Mund, ich mag sowas, die direkte, ehrliche Art. Hammer, Kuss auf den Mund beim ersten Date, was will man mehr? Ich glaube, es hat den Job gut gemacht für beide. Okay, den Dirk auf den Mund zu küssen, war kein unangenehmes Gefühl. Ich würde die Alex sehr gerne wiedersehen und ich bin sehr angenehm überrascht davon. Man muss nicht gleich alle Karten auf den Tisch legen, aber eine offenherzige Art beim ersten Date kommt an, die man unschwer erkennen kann. Die Meinung von Flirtcoach ist Alexandra wichtig. Hat sie alles richtig gemacht? Ich bin hier super stolz, muss ich wirklich sagen, beim zweiten Date. Ne? Selbstbewusst, du bist auf die Person zugegangen und hatte wirklich das Gefühl, weil ich habe gezweifelt, ob du das hinkriegst. Du hast es gepackt. Bin jetzt natürlich gespannt, wie die Entscheidung fällt. Verrätst du mir das? Dann sage ich viel Erfolg mit deiner Entscheidung. Die muss ja wirklich sein, Alex hat sich ja super gemausert. Sie ist absolut auf dem richtigen Weg. Auch Holger ist auf dem richtigen Weg. Auf dem Pfad der Entscheidung. Du hattest zwei Dates. Bodypainting. Schnurrbart-Romanze. Zwei Frauen, jetzt steht die Entscheidung an und du wählst die Gewinnerin. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann komm. Ja, hallo, ich bin die Elke. Ich glaube, der Holger wird sich für mich entscheiden, denn wir hatten viel Spaß zusammen und auch viele Gemeinsamkeiten. Ja, so nett war ich jetzt nicht zum Holger und ich bezweifle, glaube ich, auch eher, dass er mich wiedersehen möchte. Hallo, liebe Elke. Hallo, liebe Natascha. Ich fange mit dir mal an, Natascha. Ich wollte dich gerne kennenlernen, aber leider hast du alles abgeblockt. Es liegt vielleicht ja auch an mir, dass ich diverse Fehler habe, aber daran werde ich arbeiten. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle für die Erfahrung bedanken und schenke dir das Herz als Erinnerung. Bitte schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Tag heute, der war nicht so nach meinem Geschmack. Deswegen bin ich sehr froh um diese Entscheidung, bei dem nächsten Platz bestimmt. Hallo, liebe Elke. Es war wunderschön, dich kennengelernt zu haben. Es war ein wunderschöner Tag mit dir. Hat mir sehr viel Spaß und sehr viel Freude gemacht. Aber leider hat es nicht so ganz gefunkt. Ich glaube, wir sind auch zu unterschiedlich. Du bist mehr so diese aufgedrehte Person. Ich etwas dieser ruhigere Typ. Aber trotz alledem möchte ich dir für diesen schönen Tag ein Dankeschön überreichen. Bitte schön. Als Erinnerung. Also ich glaube, der Holger ist eigentlich ein ganz lieber Kerl und es gibt genug andere Frauen, die sich bestimmt so einen Mann wünschen werden. Tschüss, Holger. So, tschüss. Ja, tschüss. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. Kerl. Holger, du hast auf dein Herz gehört, du hast darauf gehört, was dein Gefühl dir sagt, wie du dich entscheiden sollst. Das fand ich gut. Und ich fand richtig super, dass du Schwachpunkte eingeräumt hast. Also, es hat mir sehr viel gebracht, auch für meine Persönlichkeit. Und ich bin dir dafür echt sehr, sehr dankbar. Und wenn du mir versprichst, dass du weitergehst, dann bin ich wirklich zufrieden. Okay. Okay.
Ja, komm. Gut. Guck mal, danke schön. Sehr, sehr gerne. Ich weiß, draußen wartet die richtige Frau für mich. Und ich werde so lange daran arbeiten an mir, bis ich die richtige habe. Und dann denke ich mal, habe ich die Erfüllung. Zwei Männer, ein Ziel. Alexandras Herz zu erobern. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie sich für mich entscheidet. Und bin dessen also in guter Hoffnung und freue mich auf die Entscheidung. Auch Martin ist von Alex angetan. Ja, ich würde mir schon wünschen, dass da für mich mehr drin ist und dass sie sich für mich entscheidet, weil sie ist optisch schon sehr aufreizend. Schon mal ein Typ. Und auf welchen Typ fährt Alex ab? Dirk? Martin? Ich hatte zwei echt tolle Tage, sehr unterschiedlich. Zu Dirk, das in der Table Dance Bar, das fand ich richtig toll, vor allem richtig lustig. Ich hätte nie gedacht, dass du den Mut hast, dich obenrum auszuziehen. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Martin, auf der Kirmes, das war eigentlich ein schöner Tag, nur du bist ein ruhiger, sehr ruhiger Mensch. Ich brauche einen Mann, der mehr mit mir kommuniziert, was bei dir total gefehlt hat. Aus diesem Grunde habe ich mich für Dirk entschieden. Du darfst jetzt zu mir kommen. Da freuen sich zwei wirklich aufeinander. Ich bin happy, ich habe Schmetterlinge im Bauch, Herzklopfen und ich freue mich, dass die Entscheidung auf mich gefallen ist. Ich bin jetzt nicht enttäuscht oder geknickt oder so. Hätte vielleicht anders laufen können, aber man kann nicht immer Glück haben. Ich freue mich auf ein nächstes Treffen mit Dirk. Ich denke schon, dass das mehr ist. Sie hatten von Anfang an Spaß miteinander und gemeinsam lachen ist noch immer die schönste Art der Verständigung. Gleich, wie cool ist Holger bei seinem zweiten Date? Ja, mir hat so ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich habe im ersten Augenblick gar kein Wort rausgekriegt. Und Alex spielt mit ihrem Date ein pikantes Liebesquiz. Du darfst mir das beantworten oder nicht ausziehen? Ich beantworte die Frage nicht. Und gleich. Einmal heiß und einmal kalt geduscht. Wen will Holger wiedersehen? Jetzt steht die Entscheidung an. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann komm. Zwei Männer auf dem Weg zur Entscheidung. Hat sich Alex in einen der beiden verliebt? Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie sich für mich entscheidet.